Und jetzt kommt ein Politikkartenwechsel und ein Regierungswechsel und, ich wage es kaum zu sagen, jetzt holen wir uns endlich den Faschismus, auf den wir hingefiebert haben. Fällt mir nicht ganz leicht, der Satz, aber spieltechnisch führt kein Weg drumherum. Solange ich als Anführer nicht Adolf Hitler spielen muss, mache ich das. Wir gehen einmal hier, wir könnten noch was mit Glauben kaufen, aber im Augenblick, wir haben ja die Theokratie mit dem Glaubensrabatt, aber wir sparen noch ein bisschen. Nächste Runde dann Naturforscher, auch ohne Theokratie, wechseln die Regierungsform, führen den Faschismus ein, geben einmal 135 Gold aus, weil wir dann den freischalten können, den Wechsel der Regierungsform, gehen jetzt in den Faschismus rüber, holen ihn uns, bekommen drei Zeitalterpunkte. Uns fehlt nur noch einer fürs nächste goldene Zeitalter. Den bekommen wir nächste Runde durch die Nationalparks. Wir gehen in die Politikkarten rein. Sehen, wir haben jetzt vier rote Militärkartenplätze. Die werden wir als erstes jetzt einmal befüllen. Wir nehmen die Karte rein, mit der wir Einheiten billiger upgraden können. Die Plünderkarte nehmen wir auch rein. Und wir nehmen die Karte rein, Streitmachtmodernisierung. Man braucht weniger Öl und weniger Gold beim Modernisieren. Das könnte sogar sein, wenn wir gleich eine Bombardenarmee verbessern auf einer Artilleriearmee. Das kostet normalerweise 3 Öl. Wenn wir Glück haben, jetzt nur 2. Also 1,5. Aufgerundet hätten wir ein Öl gespart. Rest würde ich genauso lassen. Ja? Wir wollten eigentlich die Handwerksgesellen reinnehmen, damit wir noch einen Bonus bekommen auf die Industrieparks. Den könnten wir hier nützen, machen. Gibt es irgendwas, was uns jetzt beim Krieg hilft? Große Generalpunkte, der nächste war so weit weg, den kriegen wir eh nicht. Wirtschaft, eine coole Wirtschaftskarte. Brauchen wir eine coole Wirtschaftskarte, Leute? Naturphilosophie. Jede Menge mehr an Forschung. Wir haben ganz viele tolle Campusdistrikte. Das ist sogar wichtiger als der Bonus. Oder wir sagen, minus 55 Geld, weil die Karte im Augenblick nicht funktioniert, weil wir einen Politikkartenwechsel haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, wir gehen mal für wenige Runden raus aus der Massenaushebung. Weil in 3 Runden ist ja wieder Politikkartenwechsel. Dann nehmen wir die wieder rein und tauschen dann die gegen die Streitmachtmodernisierung aus. Tauschen hier die Plätze. Was ist gerade passiert? Entschuldigung. Nehmen oben die Verdoppelung des Industriebonus rein und nehmen hier die Campuskarte rein, hier vorne. Dass wir mehr Forschungspunkte bekommen. Im Augenblick plus 227 pro Runde, das wird sich gleich drastisch vergrößern. Ja. Der Rest bleibt wie es ist. Beim nächsten Wechsel nehmen wir dann wieder die Karte rein, durch die wir weniger Unterhalt zahlen müssen. Der Rest bleibt so, okay? Die dritte Alternative für mehr Kultur, wo gibt's die? Die haben wir gerade freigeschalten durch den Kommunismus, ne? Wo ist die? Mal aus eine Militärkarte. 2 Kultur durch jedes Forschungslabor. Jede Militärkarte. Ja, das könnte uns was bringen. Und jedes Kraftwerk. Wie viel das bringt, weiß ich nicht. Wir könnten mal auf den Heilige Städten Nachbarschaftsbonus rausgehen für 3 Runden. Das könnten wir machen. Weil wir nehmen das hier mal testweise rein. Und schau mal für 3 Runden, wie viel Geld und wie viel Kultur uns das bringt. Im Augenblick haben wir 123. Okay? Eine Runde weiter. Ein kleiner Unterschied bei der Kultur, aber kein entscheidender. Bei der Forschung war das ein schöner kleiner Sprung voran. Geld wenigstens etwas mehr. Glauben etwas weniger nur. Ja, dass der meiste Glauben kommt bei uns so rein über Projekte. Deshalb war das nicht so schlimm. So, und jetzt können wir unsere Einheiten billig verbessern. Jetzt gehen wir hier vorne rein und verbessern einmal die Bombarder-Armee. 465 Gold und nur 2 Öl statt 3.
Vielleicht machen wir das Gleiche. Wie viele Bewegungspunkte brauchen die fürs Ziehen? Ein Viertel, das kleinste. Das heißt, wir könnten den schon weiter an die Front ziehen. Hier vorne, die haben ja aber nirgendwo Platz, ne? Hier ist ein Feld Platz. Wir könnten den, oder wir könnten den hinteren ein. Welche sind die besten? Der hier hatte 2 Beförderungen. Wir können 3 verbessern und durchhalten. Der hat auch die guten Besetzungen. Die guten, der hatte auch die guten. Der hatte auch die guten. Dann verbessern wir den hier als zweiten. Jetzt haben wir 2 Armeen und eine dritte können wir uns unterhalten. Wir haben 3 Öl pro Runde und dann ist das bei plus minus 0. Und das ziehen wir den hier nach vorne auf das Feld. Und auch ein Level Up, bitte. Hier vorne ist noch Platz für eine Einheit, die wir vorziehen könnten. Jetzt müssen wir darauf achten, dass wir überall die Drohnen haben, die die Belagerungseinheiten verbessern. Haben wir auch. Hier drumherum, super. Wir haben einen Versorgungskonvoi. Irgendwo haben wir noch einen zweiten, oder? Weil die brauchen wir gleich an der Front. Hatten wir noch einen zweiten Versorgungskonvoi? Wir haben 3 sogar. Einer steht hier unten. Und wo ist der letzte? Hier drin in der Stadt. Dann ziehen wir den schon mal ein Stück vor. Den werden wir auf jeden Fall hier vorne brauchen gleich. Und den hier lassen wir erstmal hier stehen. Alles klar. Eine Runde weiter, ne? Habe ich denn alles gedacht? Habe ich das irgendwas übersehen? Grüße an Roman. Ja, ich freue mich auch auf Civ 7. Lieben Dank fürs 25. Abo an Roman. Habe ich was vergessen oder können wir eins weiterklicken hier? Ja, ne? Hallo Doc Schelm. Der Gouverneurstitel, den brauchen wir im Augenblick nicht. Ich wüsste nicht, wofür wir den sinnvoll einsetzen. Und wir haben ja demnächst nochmal einen Zeitalterwechsel. Und wenn wir wechseln auf das Atomzeitalter, können wir uns mit dem Gouverneurstitel einen weiteren Vampir gönnen. Das Atomzeitalter kommt, glaube ich, nach der Moderne, ne? Ja. Nee, da kommt das Informe. Ja, ja. Moderne und dann Atomzeitalter. Das heißt, dann bekommen wir einen weiteren Vampir und ein weiteres Vampirschloss, falls wir einen Gouverneurstitel auf Vorrat haben. Das ist der hier vorne. So war der Plan, genau. Eine Runde weiter. Die Georgier haben sich uns, glaube ich, unseren Siedler geschnappt. Bin mir nicht ganz sicher. Der zum Scouten unterwegs ist, ich weiß es nicht genau. Gehen wir gleich mal gucken. Ja, das ist ja, das geht nicht anders. Der Siedler war sogar in einem anderen Territorium unterwegs, bei den Nachbarn. Und die haben halt offene Grenzen, die Ägypter und die. Und das, und obwohl wir mit den Ägyptern eine Allianz haben, haben die Georgier hier unseren Siedler gekapert. Unfassbar. Kriegsverbrechen. Noch ein Grund mehr. Zuerst greifen sie uns an, dann kidnappen sie unsere unschuldigen, unbewaffneten Siedler in befreundetem Ausland. Dann dürfen wir auch plündern, würde ich sagen. Und wir tun das auch, weil wir erstens, also weil wir fette Beute machen. Wir haben als Karte immerhin drin 50% mehr Erträge beim Plündern und so. Jetzt wird einmal durchgeplündert, Leute. Ja, der Scout hat wacker gescoutet. Einmal hier vorne plündern, bitte. 520 Gold. Hier plündern wir den Bezirk kaputt. Schaut mal hier oben, 99 Kampfstärke bei einem Bezirk. Wenn wir hier versuchen, mit einer Artilleriearmee anzugreifen, schaut mal auf die Kampfvorschau, seht ihr den kleinen blauen Kreis. Es reicht aus. Es gab ja Skeptiker, die sagten, wir bekämen das nicht runtergebombt, wir schaffen das. Wir bekommen die runter und wir bekommen die gleich noch mehr runtergebombt. Hier ist 99, jetzt achtet mal. Ich zerstöre das, ich plündere das Aquädukt, achtet mal auf die Zahl hier. Ja, immer noch 99, danke. Vorführeffekt, das wird demnächst 97, wird da gleich stehen.
weil wir hier einen Bezirk geplündert haben. Ja? Und jetzt plündern wir noch hier hinten einmal. Noch einmal plündern. So kommt man an Geld. Und jetzt haben wir überall geplündert. Ja, hier können wir gleich noch weiterziehen. Er kann sich sogar noch bewegen und weiter plündern. Wohnviertel im Bau, das ist nur Nahrung. Warum kann ich da nicht draufziehen? Zu wenig Bewegungspunkte. Wir könnten den Bezirk runterplündern. Den Campusbezirk. Sollen wir das machen? Ja, komm, machen wir. Den plündern wir gleich mit dem Kollegen runter hier. Wir ziehen, wir gucken erstmal, wie weit wir mit der Artillerie ziehen können. Die kann drei Felder aus weit schießen. Ein Feld, zwei Feld, drei Feld. Von den beiden können wir in Ruhe bomben, ohne dass sie uns angreifen können. Die Vampire sollten an die Front. Können sogar ganz weit ziehen. Und die dann von hinten umzingeln. Wenn wir die umzingeln, schaut mal hier, da steht belagert. Das war schon vorher belagert, weil der hat eine Kontrollzone auf die Felder, der die Kontrollzone auf die, wie auch immer, alle Felder drumherum innerhalb unserer Kontrollzone. Das heißt, wenn wir gleich den grünen Bereich zerstören oder schwächen, den Lebenspunkte der Stadt, dann können die nicht heilen, weil das belagert ist. Das ist das durchgestrichene Herz hier oben. Und die Vampire sind auch relativ stark. Und sobald wir die Mauer runtergebombt haben, erledigen die ja eventuell den Rest. Das heißt, mit dem hier ziehen wir drei Felder vor bis hierhin. Können von hier aus einmal bomben. Achtet darauf, wie der blaue Balken sich verändert. Pew, Pew, Pixel, danke für fürs 32. Abo. Pew zurück. Nochmal danke an Roman. Und Fischfach schreibt etwas, was ich bedauerlicherweise nur unterstreichen kann, obwohl es moralisch bedenklich ist. Aber er schreibt zu Recht, Krieg ist schon eine feine Sache. Ich weiß gar nicht, was immer alle dagegen haben. Also als Aggressor findet man Krieg, solange ein Krieg gut läuft, immer schön. Damit müssen wir auf das Feld hier ziehen. Kann der ein Stück vorziehen? Er kann. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Einmal schießen. Schau mal, wie der blaue Balken runtergeht. Wie viel Kampfkraft haben die? Die Tamar hat eine Kampfkraft von 1491 und wir von 1845. Mit anderen Worten, die ist auch technologisch sehr weit. Sie muss auch den Barbaren sich erwehren und sie hat auch Krieg mit den Ägyptern hier vorne. Mal gucken, wie es läuft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es wird auf jeden Fall gleich Theater geben. Wie gut, dass unsere Vampire unsterblich sind. Das ist schon mal ein Vorteil hier. Wir haben irgendwo. Wo ist die dritte? Noch eine Artilleriearmee. Einmal hier hin. Komm, wir trauen uns mal. Wir ziehen mit der Artillerie in den zweiten Ring rein. Noch können wir nicht feuern. Bewegungspunkte zu gering. Wir haben eine Drohne hier vorne. Die Drohne stellen wir in die Mitte zwischen dieser Einheit her. Und die nächste Runde können wir dann von überall her feuern und haben Verstärkung. Und die bombarden hier. Hat auch eine Dreierreichweite, schaut mal. Weil ihn. Ah, ist das cool. Vielleicht trauen wir uns damit nachher doch noch weiter an die Front. Wo ist die zweite Drohne? Die eine Drohne ist hier. Hier bauen wir. Nach hier ist schon die Eisenbahn. Mit der Drohne geht es hier hinten hin. Einmal Bombarde vorziehen nachher. Oder wir brauchen eher dicke Einheiten, ne? Da ist eine Bombardenarmee, da ist eine Bombardenarmee. Ja. Passt so, ne? Mehr können wir in dieser Runde noch nicht machen. Den Handwerker können wir schon mal in Sicherheit bringen.
Der Handwerker wurde von uns gerade befreit. Vorher diente er den Georgiern, in Wahrheit hat er immer mit unserer Kultur schon geliebäugelt, ganz im Ernst. Welcher Georgier träumt nicht davon, irgendwann zur Blutbank für Vampire zu werden? Und weil dieser Handwerkertrupp uns so liebt, ist er auch bereit, sich in unseren Diensten für eine kleine Finte anheuern zu lassen. Mit anderen Worten, mal schauen, ob wir dieses Maschinengewehrchor rauslocken können. Wir testen das mal. Wir probieren das mal aus hier. Die dritte Artillerie könnte jetzt schießen. Tatsächlich, weil eine Drohne daneben ist. Danke. Danke an Intruder. Jetzt geht der grüne Balken auch runter und er wird nicht kleiner werden. Mehr können wir im Augenblick nicht ziehen, ne? Wieder was bauen, heiliges Stättengebet. Brauchen wir 1102, wir kaufen uns den nächsten. Naturforscher und den kaufen wir uns hier vorne in Herzblut, ne? Oder in Herzblut oder hier vorne in Nosferamu. Wir kaufen mal in Herzblut, weil da müssen wir nichts für abreißen. Hier einmal kaufen. Mit zwei Naturforschern können wir gleich ziehen. Aber erstmal, ich sammle mal genug Glauben, damit wir noch einen weiteren Naturforscher bekommen. Der Staudamm, das Forschungslabor, alles hilfreich. Aber erstmal machen wir so weiter. Flugzeug kaufen? Warum, Deodato? Warum würde uns im Augenblick ein Flugzeug helfen? Also wir haben im Augenblick nicht genug Öl, um alle unsere Bombardenarmeen zu Artillerienarmeen zu machen. Deshalb kaufe ich jetzt auch kein Flugzeug. Doppeldecker wäre möglich. Hätten wir zwei, hätten wir einen Boost auf eine bestimmte Forschung. Ich würde es nicht machen. Wir brauchen auch einen Flughafen, glaube ich erstmal, oder? Ich habe es gar nicht genau im Kopf. Heiliges Stättengebet. Das nächste dauert mir zu lange. So viele werden wir nicht brauchen. Kanalisation hier vorne brauchen wir nicht unbedingt. Forschung. Campus-Forschungsstipendium. Hier vorne rüber. Da ist ein Händler fertig. Noch ein Händler hinterher. Ja. Erholungsgarten, hier ist was repariert worden, dann reparieren wir noch. Wir können uns Archäologen holen. Mehrere unserer Geländefelder werden geblockt durch alte Forschungsstätten. Wir kaufen uns ein, wir bauen uns ein archäologisches Museum. Bank reparieren 9 Geld mehr, aber wir kriegen, sammeln auch so Geld ein gerade. Gibt übrigens auch Zeitalterpunkte. Die Ausgrabung, die wir dann machen werden. Lager ist fertig, einmal Kaserne reparieren. Die Doppeldecke hilft auch nicht wirklich beim Angriff, genau. Das ist die Bombardearmee. Die setzt nochmal eine Runde aus. Verbessern machen wir nicht, weil sonst haben wir minus 1 Öl pro Runde. Wir können das die ganze Zeit nachkaufen. Hier, wir können noch Öl, glaube ich, hier oben nachkaufen. Ne? Sie hat auch nur 10. Sie hat selber eben Öl verwendet. Wir lassen es mal bei plus minus. Die drei Armeen sollten eigentlich reichen, die drei Artilleriearmeen. Die Drohne setzt wieder eine Runde aus. Die bleiben alle hier stehen. Ah, wir können plündern. So, plündern? Wissenschaft? Ja. Dann gibt es auch einmal die Universität plündern, dann wird der Bezirk auch weniger kampfstark. Wir haben 310 Forschungen pro Runde, wir würden erbeuten 259, also einen knappen Rundenertrag. Wir würden zwar quasi zwei Forschungsrunden uns komplett abplündern, das würde ich machen. Im Late Game lohnt sich das Plündern von Bezirken besonders, weil wenn die ungeplündert bleiben, dauert es sehr lange, bis man auf so coole Forschungserträge bekommen könnte. Also Late Game Bezirke plündern. Eigentlich immer gut. Genau, wir zerstören die Forschungsgebiete im Namen der Wissenschaft. Sebi bringt das Thema auf den Punkt hier. Liebe Grüße an über 1500 Sub-Fans hier im Chit-Chat. Hallo, die ganz liebe Grüße. Und dann geht's hier vorne weiter mit der Husarenarmee. Die hat hier schon geplündert. Wir setzen ein Angreifen, wenn wir nicht. Wir können hier oben, da ist nur ein Wohnviertel im Bau. Nächste Runde plündern wir nochmal.
Ach, wir können zweimal plündern. Stimmt, die Vampire haben einen Bonus beim Plündern. Die haben irgendeine Spezialfähigkeit, dass Plündern, glaube ich, nur eine Aktion kostet. Und jetzt geht das hier nochmal runter. Nächste Runde wird ja statt 99 95 stehen. Weil zwei Bezirke komplett runter. Nee, der Bezirk selber ist noch da. Den müssen wir auch noch plündern. Wir haben die Bibliothek geplündert, die Uni und das Forschungslabor. Den Bezirk selber müssen wir auch noch plündern. Den ziehen wir nachher vor. Noch wird hier gar nichts geplündert. Die Drohne bleibt hier stehen. Der zieht im Augenblick auch noch nicht weiter. Dito. Das ist der Naturforscher und jetzt holen wir unseren ersten Nationalpark. Und jetzt denkt mal kurz mit mir nach. Ich frage euch mal, vier Runden, dann haben wir ein goldenes Zeitalter. Wir haben genau 160. Wir können jetzt Unmengen von Nationalparks bauen. Der Bau des ersten Nationalparks, wir haben, glaube ich, den Taj Mahal, der bringt uns oft Bonusse, extra Zeitalterpunkte. Ich glaube, der Bau des ersten Nationalparks bringt uns mit Taj Mahal 4 oder 5 Punkte, auf jeden Fall, also Minimum 4. Der nächste Nationalpark, dann glaube ich 3 mit Taj Mahal, auf jeden Fall sehr viele. Mein Vorschlag ist, wir warten einfach 4 Runden ab. Und dann haben wir das goldene Zeitalter und dann werden überall die Nationalparks gebaut, alle auf einen Schlag. Da haben wir schon mal viele Punkte fürs nächste Zeitalter. Chat sagt das auch, alles klar. Dann ziehen wir schon mal auf das Feld drauf, aber tun es noch nicht. Das gilt auch für den anderen. Der ist hier irgendwo. Achso, mit dem wollten wir nach Dracobolsburg runterziehen. Ja, ne? Ja, wollten wir einmal runter. Einmal feuern, einmal heilen, einmal feuern bitte. Das ist der Händler, den wir ebenfalls nach Dracobulsburg schicken. Hier entsteht gleich der nächste Nationalpark. Und wo sind die anderen? Hier wollten wir hatten ganz viele, die wir bauen könnten, ne? Hier den wollten wir auf jeden Fall. Einmal hier hin, einmal eine Runde aussetzen. Ein Handwerker. Ja, nächste Runde noch nicht. Nächste Runde zieht er, also sobald wir die Nationalparks bauen, macht er den hier weg halt. Jetzt wieder eine Runde weiter. Wir haben einen kleinen Flow. Jetzt bin ich super gespannt. Die georgischen Truppen müssen hier irgendwo sein. Ich bin gespannt, ob das Maschinengewehrchor unseren Köder schluckt und sich den Handwerker zurückholt. Ich bin gespannt. Die hatten ja eine Helikopterarmee, das weiß ich noch. Ob die an die Front zieht. Ich bin gespannt, ob wir Achal-Kalaki bekommen. Das Schiebereglerverbot. Also eins gelobe ich. Sollten wir das Schiebereglerverbot erobern, werde ich die Stadt umbenennen in Schiebereglergebot. Diesen heiligen Schwur leiste ich beim Leben beim Taschengeld des Praktikhalbs. Ich werde diese Stadt umbenennen.